Bezug zum Täter-Opfer-Ausgleich ist eigentlich nur sehr marginal, weil ich es nur im Studium kennengelernt habe und da auch nur, weil ich ganz zufällig den Schwerpunkt Kriminologie gewählt habe, wo das mal angesprochen wird, aber mehr auch nicht. Und ich finde es super schade, weil im Grunde ist eigentlich sehr bekannt, dass die Opfer viel mehr davon haben, wenn sie zum Beispiel eine persönliche Entschuldigung bekommen, als dass der Täter irgendeine Strafe aufgebrummt bekommt. Von daher bin ich auf jeden Fall dafür, dass es viel bekannter wird und bin da auch sehr große Unterstützung davon.